Klimawandel birgt viele Herausforderungen. Doch vor Ort gibt es Lösungsansätze. Das deutsch-französische Zukunftswerk widmet sich diesen Lösungsansätzen. Wir vernetzen die lokalen AkteurInnen aus Deutschland und Frankreich, damit sie voneinander lernen können. Gemeinsam mit Ihnen und mit ExpertInnen formulieren wir Handlungsempfehlungen für die staatliche Politik. Sie werden den Regierungen beider Länder übergeben. Diese 7 Empfehlungen geben konkrete Vorschläge, um den sozial-ökologischen Wandel vor Ort zu beschleunigen. Erneuerbare Energien ausbauen, regionale Versorgung mit Lebensmitteln stärken oder unsere Abhängigkeit vom Auto verringern. All diese Veränderungen betreffen nicht nur Politik und Verwaltung, sondern das Leben aller. Für eine erfolgreiche Transformation braucht es deshalb die Beteiligung der Bevölkerung. Wie kann diese Beteiligung langfristig gelingen? Los Anguelles in Nordfrankreich. Lange war hier der Kohleabbau wichtigster Wirtschaftssektor und Lebensmittelpunkt der Bevölkerung. Als in den 1980er Jahren der Steinkohleabbau beendet wird, stürzt das die Region in eine tiefe Kulturkrise. Doch der Wandel gelingt. Nicht zuletzt, weil man mit der Bevölkerung daran arbeitet. La difficulté que j'ai eue en tant que maire, c'est le décalage qu'il y a entre où en sont les habitants qui consomment, qui vivent, qui ont une vision assez lointaine des questions de prospective, de construction de la ville. Et donc, très vite, je me suis rendu compte qu'on n'arriverait pas à avoir de la force d'action collective si on n'était pas tous ensemble en action. Donc, toute notre démarche a été de dire, on le fait avec les habitants. On part des habitants dans l'expression des besoins, des problèmes, des priorités. On travaille avec les habitants dans la construction des réponses. On fait de la co-construction, la construction ensemble. Um die Bevölkerung aktiv einzubinden, hat Los Anguelles das Programm 50-50 gestartet. BürgerInnen wenden sich mit einer Idee an die Gemeinde. Die finanziert den Staat und hilft bei den ersten Schritten. Die weitere Verantwortung liegt bei den BürgerInnen selbst. So wurden Feldwege restauriert, Müllsammelaktionen durchgeführt oder Gemeinschaftsgärten angelegt. Wie hier im Jardin des Aquilées. Globalement, la ville soutient beaucoup les associations qui ont des projets parce qu'ils estiment que les habitants ont leur part à apporter, ils ont à exprimer leur capacité de faire. Au niveau des services techniques, on a un fort soutien quand on a besoin de matériaux, compost. Et puis, il faut savoir aussi que dans ce jardin, c'est côté alimentaire, hein, culture, alimentation, mais aussi un espace culturel où on prend le vivre ensemble. Donc on a pas mal de manifestations culturelles et donc là la ville nous prête du matériel, met à disposition tout ce qui est tentes, sonos, tonnelles, c'est un bon partenariat. Chacun des habitants qui rentre là-dedans devient un acteur de la ville. Ça le transforme et puis ça augmente la puissance d'action de la ville. Et au lieu d'être dans des actions de colère vis-à-vis de l'action publique, qui sont liées à la transition, le changement de monde traduit une insécurité. Là, on a affaire à des habitants qui ont repris confiance et qui, à leur niveau, ben, font des petites choses, mais ça les transforme. Zeitz in Sachsen-Anhalt. Auch hier gestalten engagierte BürgerInnen einen Teil des Wandels. Nahe der Innenstadt unterhält ein Verein ein ehemaliges Kloster. Die Stadtverwaltung stellt das Gelände für eine geringe Pacht zur Verfügung. Die Gründungsidee für Kloster Posa war es eigentlich, einen Ort zu schaffen, wo Menschen zusammenkommen. Wir wollten so das Klösterliche wieder übernehmen, aber in die Neuzeit transferieren und den Ort beleben, kulturell, wirtschaftlich, ihn aus der Versenkung holen. Das Projekt gelingt. Heute ist das Kloster Posa ein beliebtes Ausflugsziel und zieht so auch Besucher nach Zeitz. Zeitz ist ein gutes Beispiel für Abwanderung, für Leerstand und es gab die große Depression hier, wo alle gesagt haben, die hier noch gewohnt haben, ach hier geht nichts, hier ist alles alt und ist alles kaputt als ehemaliger Industriestandort. Und wir es aber auch geschafft haben, über viele Jahre, viel Mühe, erstmal wieder so ein gewisses positives Grundbild hier reinzubringen, um zu sagen, ey, Leerstand ist zum Beispiel auch eine Chance. Das bietet einen fruchtbaren Boden für alle möglichen Dinge, die wir uns vielleicht noch nicht vorgestellt haben. Ich glaube, da war ein gutes Zusammenspiel zwischen der Gruppe hier oben mit Kloster Posa, aber halt auch für die Stadt, hier mal wieder so ein bisschen neues Leben, frischen Wind reinzubringen. Und das ist schon auch ein kleiner Erfolg, dem wir uns zuschreiben können.
Damit sich Menschen vor Ort aktiv bei der Transformation engagieren, müssen lokale Behörden den Rahmen dafür schaffen. Und sie müssen BewohnerInnen bei der Umsetzung ihrer Ideen unterstützen. Dazu braucht es Know-how in den Verwaltungen. Das Zukunftswerk empfiehlt daher, Partizipations-Servicestellen einzurichten, die zu Beteiligungsmöglichkeiten beraten. Für eine langfristige Beteiligung braucht es auch einen neuen rechtlichen Rahmen und finanzielle Unterstützung. Denn bislang beruht das Engagement ausschließlich auf Freiwilligkeit und Ehrenamt. Und man kann nicht hauptamtlich ehrenamtlich arbeiten. Also unser Tag hat ja auch nur 24 Stunden. Und da müsste halt definitiv sowohl bei uns im Verein, aber vielleicht auch innerhalb der Stadt, müssten Stellen geschaffen werden, um diese Arbeit irgendwie besser zu puffern oder halt auch ebenwürdig zu gestalten. Das kann man irgendwann einfach nicht mehr nebenbei leisten. Für eine langfristige Partizipation von BürgerInnen braucht es ein anderes Modell als unentgeltliches Ehrenamt. Und das gibt es bereits, zum Beispiel bei der Freiwilligen Feuerwehr. Brandschutz zählt zur öffentlichen Daseinsvorsorge und ist Aufgabe des Staates. Doch ohne Freiwillige könnte der Staat den flächendeckenden Brandschutz und andere Hilfen der Feuerwehr nicht gewährleisten. Der Unterschied zu anderen Ehrenämtern: Wer sich bei der Feuerwehr engagiert, wird von seinem Arbeitgeber für Übungen, Weiterbildungen und Einsätze freigestellt. Auch sind die Freiwilligen Unfall- und Haftpflicht versichert. Selbst eine Anrechnung zur Rente ist möglich. Das Zukunftswerk empfiehlt, einen solchen Rechtsrahmen auf andere Arten des Engagements auszudehnen. Denn in Zeiten des Klimawandels betrifft Daseinsvorsorge viele Bereiche. Zum Beispiel den Ausbau der erneuerbaren Energien. Marburg in Hessen. Hier arbeitet die Stadtverwaltung mit BürgerInnen zusammen, um den Ausbau der Photovoltaikanlagen in Marburg voranzutreiben. Tatjana Veit arbeitet bei der Stadt Marburg gemeinsam mit Ehrenamtlichen am Wattbewerb. Der Wattbewerb ist ein bundesweiter, also deutschlandweiter Wettbewerb zwischen Kommunen, wo es darum geht, die installierte Photovoltaikleistung möglichst schnell zu verdoppeln. Wir in Marburg haben das Ziel, das bis 2024 zu schaffen, was sehr ambitioniert ist. Und dafür braucht es eben die gesamte Stadtgesellschaft und auch unterschiedliche Akteure aus der Stadt. Und deswegen ist es so spannend, dass der Wattbewerb eigentlich eine Initiative ist von den Fridays, den Parents und den Scientists for Future auf Bundesebene, die das ins Leben gerufen haben und die Ortsgruppen dieser Initiativen das jetzt in die Kommunen tragen und eben gemeinsam mit den Stadtverwaltungen und eben auch den städtischen Akteurinnen versuchen, dieses Ziel zu erreichen oder eben diesen Wettbewerb zu gewinnen. Einmal wöchentlich trifft sich die Gruppe und bespricht immer neue Aktionen, die BürgerInnen zum Anbringen von Photovoltaikanlagen motivieren kann. Egal ob Werbematerial und Veranstaltungen, alles wird gemeinsam geplant und umgesetzt. Das ist wirklich wie ein Ziel, was eben zwischen Verwaltung und Zivilgesellschaft besteht. Und um dieses umzusetzen, braucht es einfach diese Kooperation. Und das haben wir beim Klimaschutz an ganz vielen Stellen, wo wir einfach sagen, die Verwaltung kann nur bis zu einem gewissen Grad hier Klimaschutz betreiben. Und ganz viel, der größere Teil sogar, liegt bei der Bevölkerung selbst. Und deswegen ist es wichtig, kooperativ und auch koproduktiv mit den Menschen Maßnahmen zu erarbeiten und auch gemeinsam umzusetzen. Also es bringt nichts, Bürgerinnenbeteiligung in diesem traditionellen wir informieren und konsultieren, sondern es muss insbesondere beim Klimaschutz darüber hinausgehen, zu sagen, wir überlegen gemeinsam, wen braucht es, was braucht es, wie können wir das gemeinsam umsetzen. Luz Onguel lebt seit langem eine aktive Kooperation mit BürgerInnen vor. Auch in Zeitz und Marburg beginnt man daran zu arbeiten. Für eine gelingende sozial-ökologische Transformation gilt es, Partizipation neu zu denken und gemeinsam den Wandel voranzutreiben. Das deutsch-französische Zukunftswerk wurde durch den Aachener Vertrag zwischen Deutschland und Frankreich gegründet und wird von beiden Regierungen finanziert. Unsere politischen Empfehlungen finden Sie auf unserer Webseite.